Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Geldglitch hier mit dem Update 1.44. Da gab es ja den neuen Audi R8 Coupé V10 Plus und mit diesem neuen Fahrzeug zeige ich euch jetzt hier in diesem Video einen Geldglitch. Einen Geldglitch, wo ihr richtig viel Credits verdienen könnt. Richtig viel Credits, um euch hier im Spiel neue Autos zu kaufen, die zu tunen und die Autosammlung zu vervollständigen. Dieses Rennen ist optimal dafür geeignet, um richtig viel Geld zu verdienen, dank einem Geldglitch in Gran Turismo 7. In Gran Turismo 7 ist es so, dass man einen Fehlerfrei-Bonus bekommt, wenn man ein Rennen absolut fehlerfrei absolviert. Das heißt, keine Unfälle bauen, nicht auf dem Rasen fahren, nicht in eine Leitplanke, nicht auf den Sand, also generell auch nicht von der Strecke abkommen, keine Zeitstrafen, alles so Sachen, die halt passieren können in Gran Turismo 7. Und normalerweise wäre dann der Fehlerfrei-Bonus von plus 50% extra Credits wäre dann weg. Hier in diesen Rennen ist es allerdings so, dass ihr die ganzen Fehler, die ich aufgezählt habe, machen könnt und ihr bekommt trotzdem einen Fehlerfrei-Bonus. Also habt ihr hier die hundertprozentige Garantie, immer das höchstmögliche Geld rauszuholen, die höchstmögliche Credits hier zu verdienen. Und zwar immer fehlerfrei Bonus. Ihr braucht keine Angst haben, oh, jetzt bin ich gegen die Leitplanke gefahren, oh, jetzt bin ich aus Versehen den hinten drauf gefahren, dass der fehlerfrei Bonus weg ist. Nein, hier durch diesen Geldglitch, der hier in diesen Rennen funktioniert, bleibt der fehlerfrei Bonus erhalten. Es gibt noch andere Rennen, wo das auch funktioniert, aber in den allen anderen Rennen, in den meisten Rennen, funktioniert dieser Geldglitch nicht. Aber hier in diesem Rennen funktioniert er und deswegen zeige ich euch das Ganze und ihr könnt richtig viel Kohle verdienen. Nach zwei Runden auf jeden Fall ran an die Box, neue Reifen drauf. Ich fahre mal mit die rennharten Reifen. Ich bin am Anfang die ersten zwei Runden gefahren auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Jetzt ist noch ein bisschen Sprit drinne. Die nächsten zwei Runden fahre ich auf Kraftstoffmischung Nummer 5. Dann müsste ein bisschen weniger drin sein. Und dann fahre ich nochmal zwei Runden auf Kraftstoffmischung Nummer 4, um euch im Video auch den Unterschied zu zeigen, wie viel Sprit nach zwei Runden drin ist im Tank. Aber theoretisch könnt ihr von Anfang an ab Runde 1 jederzeit immer Kraftstoffmischung Nummer 4 benutzen. Der Tank hält dann für zwei Runden. Nach zwei Runden immer ran an der Box. Neue Reifen empfehle ich auf jeden Fall. Und ganz wichtig bei diesen Rennen, beobachtet auch ab und zu mal das Regenradar. Sollte es anfangen zu regnen in diesen Rennen, dann auf jeden Fall Regenreifen drauf machen. Natürlich nicht vergessen, im Vorfeld die Regenreifen auch zu kaufen. Hier gerade schön gesehen, wenn eine Zeitstrafe ist, werdet ihr gezwungen, an diesem Punkt hier abzubremsen. Jetzt nach der vierten Runde auf jeden Fall nochmal ran an die Box. Jetzt kommen wieder neue Reifen drauf. Jetzt seht das, der Tank ist immer noch ein bisschen drinne. Daran erkennt man, jo, da kann man ruhig auf Kraftstoffmischung Nummer 4 gehen. Dann sollte das Ganze auch reichen. Wenn ihr es jetzt probiert auf Kraftstoffmischung Nummer 3, könnte zu eng werden. Aber wenn nicht, kann man ja immer noch kurz vorm Ende von der Box, kann man ja immer noch mal regulieren und es auch noch mal verstellen. Zum Beispiel im absoluten Notfall, wenn man merkt, der Tank ist fast leer, dann Kraftstoffmischung Nummer 6, dann kommt man auf jeden Fall ordentlich weiter.
Für die Leute, die nicht ganz genau wissen, was es mit der Kraftstoffmischung auf sich hat, kann ich kurz mal hier erklären. Ist eigentlich ganz einfach. Nehmen wir mal das Beispiel Kraftstoffmischung Nummer 1. Dann habt ihr volle Leistung vom Fahrzeug. Ihr könnt die volle Leistung abrufen, habt aber auch vollen Verbrauch. Wenn ihr das jetzt ändert, das geht ja von 1 bis Nummer 6, wenn ihr das jetzt ändert auf Kraftstoffmischung Nummer 6, dann habt ihr wenig Leistung. Ihr könnt also nicht die volle Leistung abrufen, aber ihr verbraucht weniger. Und weil ihr weniger verbraucht, könnt ihr auch länger mit dieser Tankfüllung fahren. Allerdings ist es hier so, in diesen Rennen, wenn ihr auf Kraftstoffmischung Nummer 6 das Ganze macht, für 3 Runden würde es in dem Fall hier nicht reichen. Also empfehle ich gleich von Anfang an immer das ganze komplette Rennen Kraftstoffmischung Nummer 4. Dann reicht es für 2 Runden und immer nach 2 Runden ran an eine Box, neue Reifen drauf. Ich fahre hier immer mit den Rennen harten Reifen und dann kann das Rennen jetzt auch weitergehen. Jetzt hier die letzte Runde, weil ich nur noch eine Runde fahren muss, habe ich natürlich auf Kraftstoffmischung Nummer 1 gemacht. Volle Leistung, voller Verbrauch, aber für eine Runde funktioniert das Ganze. Und da ist das Rennen auch schon abgeschlossen mit dem neuen Audi R8 Coupé V10 Plus. Ungefähr eine halbe Stunde, manchmal auch 31 oder 32 Minuten geht so ein Rennen. Und ihr gewinnt in dieser Zeit 825.000 Credits dank diesem Geldglitch in Gran Turismo 7. Ich habe Fehler gemacht, habe euch gezeigt, zum Beispiel Zeitstrafe. Und normalerweise ohne Geldglitch wären es denn nur 550.000 Credits. Aber hier Bonus, fehlerfreies Rennen. Da noch mal die Bestätigung, Geldglitch hat funktioniert. Rennen findet ihr unter Weltstrecken Europa. Dann habt ihr hier Le Mans, World Touring Car 700, maximale Belohnung 550.000. Aber das können wir ignorieren. Ihr gewinnt hier immer die 825.000. Nehmen wir mal das neue Rennen hier, World Touring Car 900. Hier ist ja die maximale Belohnung 400.000. Aber wenn ihr hier einen Fehler macht bei dem anderen Rennen, dann ist der Fehlerfreibonus tatsächlich weg. Also da gewinnt ihr nicht immer 600.000. Da funktioniert der Geldglitch nicht. Aber in den Rennen, was ich gezeigt habe, da funktioniert. Setup genau 700 LP zeige ich euch jetzt. Ja, wenn ihr die ganzen Einstellungen hier so übernimmt, wie ich euch die hier zeige, dann habt ihr genau auf dem Punkt genau 700 LP. Ihr dürft auch nicht mehr haben, sonst dürft ihr an diesen Rennen nicht mehr dran teilnehmen. Deswegen hier genau 700 LP extra dieses Setup nur speziell hier für dieses Rennen, für diesen Geldglitch. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!